So, was will ich nochmal anlabern? Kann ich vielleicht den Dias noch zeigen? Nee. So richtig sehen, welche Aufgabe der Roboter hatte, habe ich sehe ich hier aber auch nicht. Aber er liest Bücher. Ganz toll. Na gut, dann nähern wir uns ja dem Ende. Vielleicht. Ach, die Schere. Warum nochmal habe ich die Schere eigentlich da oben angehangen? Welchen hatte das irgendeinen besonderen Zweck? Ich bin so vergesslich. So. Ach, jetzt wieder die Musik so jetzt. Wie war das? Ja, einfach alle unten gerade anklicken. Klappt super. Fehlt da eine Verbindung? Sind doch eigentlich alle an, oder? Warte mal. Jetzt bin ich zu doof dafür, oder was? Ne, alle ungeraden anklicken, failt auf jeden Fall ziemlich hart. Das geht so nicht. Jeden dritten, ne? Ja, jeden dritten ist die Lösung. Haha! Ach hey, wo bin ich denn jetzt? Ach. Ich brauche einen Schlüssel. Ach, das ist ja schon der Schlüssel. Ist ja schön. Tap, tap, tap. Kann ich da reingucken? Der kann bellen. Wuff. Ja, den Schlüssel krieg. Komm ich den. Kann ich da vielleicht mit meinem Dias volles mit reinhauen? Ach Mann. Kann ich nicht? Was haben wir hier noch? Jetzt geht das wieder los. Oh. Oh ne, warte. Nee, nee, nee. Nimm mal den großen schweren Hammer. Kann ich noch mehr kaputt machen? Schade. Habe ich schon mal einen Hammer gehabt, dann möchte ich Sachen kaputt schlagen. Geht noch mehr? Na gut, dann nicht. Das ist ja, ausnehmend einfach. Ach, sie guckt mal so lustig. Also, die meinen mal an, dass es ein weiblicher Roboter ist. Insofern Roboter weiblich sein können. So, kann ich jetzt? Wie, passt nicht. Es war ja so klar, dass es nicht so einfach ist, wa? Könnte ja nicht anders sein. Ich wollte mich gerade eigentlich wirklich schon beschweren, dass es so einfach nicht sein kann. Aber was kann ich da mit dem Schlüssel aufmachen? Oh, verdammt, das ist jetzt echt ein bisschen doof, weil ich mich echt nicht mehr erinnern kann, ob irgendwo noch Türen waren. Was zum Klicken ist hier nicht mehr. Gut. Dann laufen wir nochmal alles ab. Am besten oben fangen wir an. Die 1. Bin ich fähig, die zu malen? Ja, bin ich. Weil bei der 0 kann ich mich zu dunkel erinnern, da müsste ich dann wieder mit diesen komischen Wäschelüfter hochfahren und was das nicht ist und das, naja. Da komme ich ja ganz schlecht wieder zurück. Was mache ich da mit den Schlüssel auf? Vielleicht hier oben? Oh, da hinten fällt mir wieder ein, das ist wieder das Gewächshaus des Absturzes. Ist hier noch irgendwas Schlüsselartiges? Irgendwas... Kann ich nicht? Bin ich zu klein oder was? Ne, okay. Ach so, hey, das war ja so, man muss das ja erst rausnehmen, ne? Ich mache das gerade nur so, weil ich mich gerade frage, ob das noch irgendwas bringen könnte. Das, das und das und das. Tja, gut. Nein, mir kommt keine kreative Idee. Gut. Also schlecht eigentlich eher so. Na gut, dann nehme ich hier einfach mal den Schnelltransport hochlaufen, muss ich sowieso wieder. Oh, wenn mich das ankotzt, dass ich das machen muss. Ich hoffe, das ist nicht komplett sinnlos. Oder kriege ich jetzt mit dem Schlüssel eventuell die Tür hier auf? Ich weiß ja nicht, wo da ein Schlüsselloch ist, aber... Ah, ist auch kein Knopf daneben, ne? Wo könnte noch ein Schlüssel gewesen sein, den ich...
Nee, da komme ich auch nicht rein beim Mechaniker. Die Musikanten. Hier draußen vielleicht noch irgendwas? Mag er nicht. Okay, gut. Vielleicht bei denen unten im Keller? Bei den... Ich meine, da war ich schon lange nicht mehr. Es könnte ja sein, dass... Ach nee, da komme ich auch gar nicht mehr hin. Da war ja Wasser, ne? Ah, genau. Oder hat sich das Wasserproblem mittlerweile irgendwie erledigt? Hä? Komme ich hier irgendwo noch lang? Nicht? Hm. Okay, gut. Okay, sonst hätte ich jetzt gesagt, bei dem im Räuberversteck, da könnte ja eventuell noch was sein. Aber wenn ich da eh nicht reinkomme, dann, naja, Ich brauche einen Schlüssel. Vielleicht hat der Wirt einen. Wenn nichts wird, wird. Oder hier, Mac. Nö, ich möchte nicht mit dem spielen. Ist hier irgendwo noch ein Schlüssel? Geht auch nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss mal... Ich spreche mal mit ihr. Vielleicht weiß sie da irgendwas mit dem Schlüssel. Vielleicht hat sie ja den richtigen. Dass der Schlüssel auch nicht passt, ist ja echt ärgerlich. Oder habe ich nur irgendwas übersehen, dass der nicht passt? Das ist doch der richtige. Naja, so oder so muss ich eigentlich mit ihr quatschen, weil ich muss ja wieder den Lüfter nachtanken und alles. Das ist, naja, gut. War hier noch, vielleicht hat Opa noch was. Man weiß ja nie, die Tür da hinten. Nee, verdammt, zu weit weg. Na. Den kann ich auch gar nicht anklicken. Insofern glaube ich nicht, dass es irgendwas bringt. Pff, ja. Verdammte Ratlosigkeit. Also, wir haben einen Schlüssel. Und wir haben, hier ist wieder der Absturzscreen. Ich glaube, hier eine. Achso, die geht so oder so auf die Tür. Ach, da drin stürzt es ja auch ab. Das ist ja alles gefährdet hier. Aber hier ist. Ich muss mich ein bisschen beeilen bei solchen Screens mal, weil ich mag es, dass alles abstürzt. Aber hier ist eigentlich auch kein. Naja, das ist nur ein Münzschlitz, oder? Mag er nicht. Okay, alles klar. Verdammte Hacke. Fällt mir gerade wie ein Machinarium ist ja nicht in dem Sinne abgestürzt, sondern es ist einfach nur verdammt langsam geworden. Zum 2 Frames pro Sekunde. Warum auch immer. Ja. Tja. Tür. Tja, vielleicht bei unseren jüdischen Freunden. In Abwesenheit natürlich. Naja, da habe ich ja nicht nur die Tröte geklaut. Das war ja nicht. Ich hoffe, das war der einzige Sinn von den Rätsel, die Tröte zu klauen. Tja. Zack. Ach, ja. Ich erinnere mich wieder, ja, das ist... Vielleicht war ich gerade ein bisschen freulich. Warte mal, kann ich hier wieder zurück? Nee, natürlich nicht. Zack. So, hallo. Achso, seht ihr wieder das Kabel, ne? Denn. Achso, hier war das ja genau. Zack. Ja, soll ich dich weiterhelfen? Tu das natürlich auch nicht, ne? Aber immerhin können wir gleich wieder nach oben fahren. Muss ich das Rätsel hier nochmal neu lösen? Nein. Ach Gott, das ist ja so lange her. Ich sollte Spiele echt in einen Rutsch durchspielen und nicht so, mal eben wochenlang nichts machen. Das kommt doof. Kann ich vielleicht... Der Schlüssel wird hell, aber ich kann ihn nicht durchreichen. Na gut. Dann geht das wohl nicht. Dann gehe ich nochmal zum Leseopa mit dem Schlüssel hin. Wie, ich muss das nochmal neu machen? Boah, nee, oder? Boah, nervig. Oh Mann, ey. Wie war das überhaupt?
Ach nee, war doch schon richtig, verdammt. Was habe ich getan? Ich Monster, nein. Ja, das war zum Glück nicht so schwierig, weil man die Dinger ja nicht nur rumschieben musste. Einmal, zack, zack, zack. Der Rot ist schon wieder richtig. Also ja, jetzt ist der Rote richtig. Zack, 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 zack. Gut, passt doch. Ach so. Noch weiter nach unten fahren ist ja nicht möglich. Ach so, er, der Verwirrte. Möchte er vielleicht meinen Schlüssel fressen? Nein, möchte er auch nicht. Schade. Ja, schön. Haben wir jetzt nochmal alle Screens so gesehen, die das Spiel zu bieten hat? So ziemlich alle ebenfalls. Aber so richtig weitergeholfen hat uns das auch nicht. Verdammt. Vielleicht weiß er was mit dem Schlüssel anzufangen. Aber ich glaube, er ist eh gerade total erfreut über seine kleine Miniatur. Ne, okay. Gut, eher nicht so. Dumm. Tja. Ach. Haha! Das sieht doch sehr nach Eisspray aus. Puh, oder bin ich jetzt echt glücklich, dass ich das durch Zufall doch nochmal gefunden habe? Einfach alles, ne? Also jeden dritten. Ja. Ah. Deswegen kann ich auch mit dem Hammer auf den Schloss drauf prügeln. Das erklärt so einiges. Was mir gerade einfällt, ich muss ja aber trotzdem noch diese Klangmelodie-Dingens machen und das. Wie er mal alles achtlos fallen lässt. So, jetzt aber. Hui! Ach, das ist direkt eine Leiter. Hat auf jeden Fall hervorragend funktioniert. Und jetzt? Tja. Ach so, jetzt kommt wahrscheinlich die Klanggeschichte, ne? Ach so, sie kommt auch mit. Ja. Ach so, das kann da arretiert werden. Sie macht das in der Zwischenzeit. Das Radio war schon richtig eingestellt, ne? Wie war denn das? Ich versuch's einfach mal, das so zu lösen. Wenn es absolut nicht geht, in. Ich könnte mir einen Wecker stellen. Warte mal, Tastatur. Ach, schade, ich kann nicht drauf zugreifen. Jetzt hätte ich jetzt auf der Tastatur einen Timer laufen lassen, sich sagen wir mal in 5 Minuten. So, warte mal jetzt. Das ist die 1. Düt, düt. Ein bisschen höher. 3 ist was Dumpfes. Die 4 ist was ganz Hohes. Und die 5 ist das Höchste. Okay, versuchen wir es. Ich muss dazu sagen, dass ich keine musikalische Begabung habe. Ich kann kein Instrument spielen, ich kann gar nichts. Also alles, was mit Musik zu tun hat, ist fern. Aber ich, gut, ich kann auch nicht zeichnen, aber... Musik ist auch ein Problem für mich. Warte mal, wie viel? 1? Wie viele Zeichen sind denn das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Zeichen sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So. Das vorletzte Zeichen ist auf jeden Fall die 5.
Das zweite Zeichen ist die 4. Das erste Zeichen ist, glaube ich, auch die 1. Okay. Das dritte Zeichen ist die 2. Das vierte Zeichen ist die 1. Eins, zwei ist das letzte. Ich muss mir nochmal die 3 anhören. Das konnte ich mir gerade nicht merken. Achso, die muss man mitkommen. Ich bin mir relativ sicher bei dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Dann fängt es ja auch an. Also es geht ja... Okay, es fängt das zweite Zeichen ist auf jeden Fall die 3. Weil es geht ja... Und das endet auf jeden Fall, glaube ich, mit dieser Melodie, oder? Also, wenn man jetzt die Klänge voll ausklingen lassen würde. So, okay, das heißt, ich muss nur noch die Position 4 rauskriegen. 5. Das ist doch nicht in ein Screen, das ist ärgerlich. Ich glaube, das ist auch die 2. 1, 3, 2, 1, 2, 5, 1, 2. Hoffe ich. Sicher sein kann man sich natürlich nicht, aber... So, jetzt. Eins... Ach, Quatsch. Weg. Verdammt, wie kriege ich denn das jetzt? Gut. Also. Eins, drei, zwei, eins, zwei, fünf, 1, 2. Das war's nicht. Ja, das ist vor allem, weil die 4 in meiner Welt gar nicht vorkommt. Die sollte ich vielleicht doch nochmal berücksichtigen. Es wäre vielleicht schlauer, wenn ich jeden Ton einzeln machen würde, dann einfach nur gucken würde, auf welcher Position der ist. Also ich habe mir das hier übrigens gerade auf dem Blog aufgeschrieben. Okay, da war die 4. Ich glaube, das scheitert, also dieses musikalische Riese, daran scheitere ich wirklich jetzt komplett. Das, kriege ich nicht hin. Das Spiel gibt es übrigens auch auf dem iPad, sehe ich gerade. Also richtig gewesen wäre 1, 4, 2, 3, 5, 2, 3. Also ich habe mich jeweils um eine Tonhöhe geirrt. Weil ich meinte ja, dass es 1, 4, 2, 1, 2, 5, 1, 2 ist. Die 5 war richtig, was der höchste Ton ist, aber ich habe mich bei diesen Tönen hier verhört. Also, den hatte ich hier irgendwie tiefer in Erinnerung als... Naja. Also, 1, 4, 2, 3, 5, 2, 3... Gut. Ja. Verdammt. Ja, musikalisch ist... Hot. Ja. Jemand, der besser wäre als ich, hätte es wahrscheinlich hingekriegt. Jetzt fliegen wir oder was? Zack. Ach, fliegt einfach von allein los. Genau.
Hui. Und jetzt? Boah, mir wird schlecht. Ja. The End. Toll. Ah, kann ich das jetzt wieder? Nee. Ich quatsch mal nicht so viel dazwischen. Oder? Amanita Design. Yay. Ja. War schön. Kommt hier noch was? Ah, da waren. Nee, doch nicht. Nö. Jo. Credits sind irgendwie außen, kommen wir nicht wieder rein. Naja. Das war's. Schade. Ich hätte mich wirklich über Credits gefreut. Info? Machinarium ist ein Point-and-Click-Adventure von Amanita Design, dem Macher der Online-Spiele Samaros und Samaros 2. Besuche den Entwickler unter www.amanita-design.net. Zum Anschauen der Credits hier klicken. Ja, das sind die Credits. Designleitung Jakob Dworski, Wagler Blin war Animation. Ja, ich lese ja Credits ja auch mal so gerne vor, aber das ist, kann sich jetzt jeder mal angucken. Die Leute, denen gebührt alle Ehre. Besonders Special Thanks zu Karl Sassenrad, Rebol Community, die Indie-Biz Community, Sergei Klimov und so weiter und so fort. Ach, war das nicht schön. Wisst ihr, was das Schönste ist? Was, Sprecher? Das wird da Alice Okuwa, Martin Snazel und Thomas Dvorak. Oh, bei Derelict Entertainment haben auch Carsten Fichtelmann, Matthias Mangelsdorf, Dominik Heinikus und Klaas Paletta mitgemacht. Aha. Übrigens ist das Spiel gerade abgestürzt. Oh, nee, doch nicht. Das Menü hat bloß einfach keine Credits.